Eine Möglichkeit, die Porengröße eines porösen Materials zu ermitteln, ist die Quecksilberporosimetrie. Man bringt dazu das poröse Material, etwa den Werkstoff oder das Arzneimittel, in einen evakuierten Raum, bringt es in Kontakt mit Quecksilber und erhöht den Druck, schaut nach, bei welchem Druck das Quecksilber in die Poren eindringen kann. Quecksilber benetzt nicht, es benötigt also einen Überdruck, um seine Oberfläche zu krümmen, und eine gewisse Krümmung ist notwendig, damit das Quecksilber in die Poren hineinströmen kann. Wir können die Gleichung von Young und Laplace verwenden, die den Krümmungsdruck mit dem Krümmungsradius der Quecksilberoberfläche korreliert. Wenn wir diese Gleichung, die für kugelförmige Oberflächen gilt, nach dem Krümmungsradius auflösen, 0,48 Newton pro Meter für die Oberflächenspannung von Quecksilber und 5 Millionen Pascal für den Überdruck einsetzen, erhalten wir einen Krümmungsradius der Oberfläche von 1,92 mal 10 hoch minus 7 Meter, also 0,19 Mikrometer. Das ist der Krümmungsradius der Quecksilberoberfläche. Die Poren selber sind etwas kleiner. Diese beiden Radien sind über Cosinus des Kontaktwinkels verknüpft. Wenn wir den Kapillarradius ausrechnen, erhalten wir mit dem Cosinus von 140 Grad einen Kapillarradius von 0,147 Mikrometer.